Wir sind heute in Cornwall angekommen, ganz im Südwesten Englands. Eine kleine Landspitze, umgeben vom Meer. Und das Meer erkennt man vielleicht hinter mir. Wir haben einen wunderschönen Ausblick von unserer Wohnung aus. Die ist nämlich direkt hier hinter mir. Und wir werden 4 Tage lang diesen Anblick hier genießen können. Wir sind super happy gerade, ein bisschen geschafft von einer langen Autofahrt. Dennoch zeige ich euch einmal ganz kurz unsere Wohnung, die wir haben. Begrüßt von der Hausdame. Schon pink draußen, ne? Ja, wir müssen mal ein bisschen heller machen. Die Pizza für den Hausherrn ist schon im Ofen von der Hausfrau. Ah ja, super. Essen zuerst. Ich habe auch mega Hunger nach der langen Autofahrt. Genau. Heute sind nämlich die Ferien losgegangen in England. Wir standen gefühlt stundenlang im Stau. Die Ferien sind losgegangen, das war ein bisschen blöd. Aber nichtsdestotrotz, jetzt können wir relaxen. Unsere kleine Airbnb. Wir haben ein Sofa, eine kleine Sitzecke. Wir haben ein großes Bett. Tatsächlich. Sehr schön. Und ich glaube sogar diesmal mit Nicht-Daunen-Bettzeug. Eine kleine Küchenzeile mit Ofen sogar und Kühlschrank. Und die Gastgeber haben uns sogar ein paar Scones dagelassen mit inklusive Marmelade und Clotted Cream. Sehr gut. Und natürlich, in England darf was nicht fehlen im Kühlschrank, Milch für den Tee. Oder für einen Kaffee in unserem Fall. In unserem Fall Kaffee und da ist das Bad. Sei auch noch schnell. Waschbecken, eine Toilette natürlich und auch eine schöne Dusche. Und auch aus dem Bad, direkt aus der Dusche sozusagen, kann man den Ausblick nach draußen genießen. Nachdem es das Wetter gestern bei unserer Ankunft gut gemeint hat hier in Cornwall, sieht es heute ein bisschen trüber aus. Jetzt ist es aber ein bisschen heller geworden im Gegensatz zu heute Morgen, wo wir wirklich bei Regen und Nebel, also ganz typisch England, begrüßt wurden. In der Unterkunft, wo wir eine wunderschöne Aussicht haben, wie unfair ist das? Die hatten wir heute früh nicht mehr. Nein, haben nichts gesehen. Wir haben uns jetzt dennoch aufgemacht zu einem kleinen Örtchen namens Tintagel. Hier gibt es eine Burg, die spektakulär auf Klippen liegt. Ich drehe mich gerade mal um. Da, irgendwo. Müssen wir hin? Ja, das Problem ist nur, weshalb ich so ein bisschen gerade so... Sie liegt auf jeden Fall hinter dieser kleinen Insel, also da. Und man muss also erstmal runter, dann rauf und dann wieder runter gehen. Aber okay. Das sind ja Burgen halt. So, wochenlang haben wir jetzt Ausschau gehalten nach einem Strand zum Baden und endlich, nach 2 Wochen, haben wir ihn gefunden. Zieh mir glatt mal die Regenjacke aus. Ich weiß nicht, wie man da schwimmen gehen kann. Aber ich glaube, die haben Neoprens an. An der Stelle, wo früher eigentlich eine natürliche Brücke das Mainland mit der Insel hier verbunden hat, die ist zwischenzeitlich eingestürzt, stürzt diese Natural Bridge, und man musste, ich bin froh, dass wir es nicht mehr müssen, hier erst runter die Steintreppen und dann auf der anderen Seite rüber bis ganz nach unten und dann wieder den Fels hinaufklimmen. Ich meine, du sagst, dass du froh bist, dass du es nicht machen musstest. Ja, allerdings muss man jetzt Rückweg sagen, wir waren vorhin da unten, sind dann hier diese Treppen bis hier hingelaufen, um dort zu sehen, dass das nur so ein One-Way ist. Das heißt, nicht diese Treppe da hochkommen, und sind dann alles wieder runter, außenrum, hoch, durchs Hinterland und dann doch hier gelandet. Ich weiß nicht, ob das jetzt so viel besser war als der Weg früher. Ist nach unten eigentlich blickdicht, aber wir sind hier bei, ich nenne es mal The Gap.
Ich weiß nicht, ob es auf der Kamera rüberkommt, aber es geht ganz schön tief runter. Ach, hier oben ist mega cool. Für Tintagel und die Region drumherum in Cornwall ist, dass man nicht den Eintritt fürs Schloss zahlt, so wie wir es gemacht haben, sondern einfach hier an der Küste entlang spaziert, weil ich meine, hinter mir der Coastal Walk, irgendwann sieht man das Schloss nämlich von der Seite. Und das ist bestimmt ein richtig guter Ausblick und mit dem Blick in die Bucht mit türkisem Wasser und den Höhen hat man ja trotzdem. Jetzt ganz oben an der Spitze angekommen. Hier ist auch eine kleine Abbildung von Darth Vader zu sehen. Das macht hier durchaus Sinn in der Landschaft. Wir genießen jetzt noch ein bisschen den Ausblick und ja, möge die Macht mit uns sein, dass wir auch den sicheren Weg runterfinden. Ja, heute früh meint das Wetter ist nicht so gut mit uns. Es ist typisch englisch, vernebelt und Regen. Von unserer teuer erkauften Aussicht sehen wir nichts. Deswegen gucken wir jetzt nach Alternativen, was wir irgendwie indoor machen können und überlegen uns das Ganze bei einem typisch englischen Frühstück mit Scones, Clotted Cream aus dem Supermarkt und Marmelade. Das Gute an England ist, so schnell sich das Wetter ins Schlechte umschlagen kann, so schnell kann es auch wieder besser werden. So gerade geschehen bei uns. Das heißt, unsere Indoor-Pläne, die eh nicht weit fortgeschritten waren, werden verworfen und wir fahren jetzt einfach mal, ja, durch Cornwall bzw. die Küste entlang, wollen mal runter bis ganz an die Südwestspitze. Vielleicht halten wir mal die Füße ins Meer und ja, gucken mal, was der Tag so bringt. Bestimmt kennen einige von euch das berühmte Kloster in der Normandie in Frankreich, Mont Saint-Michel. Wir haben den kleinen Bruder hier gefunden in England. Und der nennt sich ganz kreativ Mount St. Michael. Guck mal, meinst du, da vorne geht eine Regatta los? Oder ist das just for fun? Richtig cool. So habe ich mir englische Küstenorte vorgestellt. Ja, ich mir auch eigentlich. Wir müssen uns jetzt aber beeilen, weil gerade ist Ebbe. Und nur bei Ebbe kann man über den Steg dort hinten laufen. Und wir müssen wieder zurückkommen rechtzeitig, bevor die Flut kommt. Du wolltest doch immer mal ins Wasser hier in England. Das wäre ja dann eigentlich... Gute Gelegenheit. Der Steg hier vorne ist eigentlich unter Wasser, wie Senta gerade gesagt hat, bei der Flut. Und wir kommen jetzt aber auch nur 300 Meter weit, ohne ein Ticket zu kaufen. Das heißt wahrscheinlich bis vorne zur Mauer und wer das Kloster besuchen will, muss zahlen. Machen wir heute nicht, oder? Nee, wir wollen noch ein bisschen was anderes sehen. So, wir haben jetzt noch ein super Lokal hier an der Küste gefunden und genießen passend zum Ort ein paar Muscheln, ein Krabben-Sandwich und dabei beste Aussicht auf den türkisen Schirm da vorne, der aber da hinten das Kloster verbirgt. So, wir haben es jetzt bis an die Spitze, bis ganz an den Südwesten Englands geschafft, an einen Ort, der sich Land's End nennt. Was uns hier erwartet, wissen wir noch nicht genau. Wir haben £6 aber zahlen müssen, um hier parken zu dürfen. Und es gibt jetzt hier sowas wie ein Shopping Village sogar, glaube ich. Ja. Also total verrückt. Bin mal gespannt, wie es aussieht. Mir
sehen mega zerklüftet aus. Und wir haben gerade gelesen, dass sie wegen den Strömungen und den Felsen hier unter Wasser auch als eine der gefährlichsten Küstenregionen der Welt gilt, ne? Ja. Und einige Schiffswracks, Center kämpft noch ein bisschen mit ihrem Eis. Es gab ein riesengroßes Drama. Einiges an Eis auf dem Asphalt gelandet. Ich weiß nicht, ob wir den Tag noch retten können, aber wir geben unser Bestes mit der Aussicht hier, weil die ist wirklich spektakulär. Ich muss sagen, für uns eine gute Klippe, das Meer, ein bisschen eine Brise im Gesicht. Arg viel schöner kann es nie werden. Doch, wenn wir noch ein Tier sehen, Walen, Delfine, Seerobbe, aber bei unserem Tierglück, da gehen wir gar nicht davon aus. Na, hast du Freunde gemacht? Du hast ihn versteckt mit dem Gepiepsen. Das ist Cadbury. Wer? Cadbury, okay. Und das ist Oreo und Oreo spuckt. Na dann gut, dass er so weit weg ist. Cadbury ist ein Biber. Okay. Aber weißt du was? Ich habe Oreo schon gestreichelt. Echt? Mhm. Kein gestreichelt. Ich habe nach diesem Artshop gesucht und nicht aber gefunden. Gefunden. Und nach Walen habe ich auch Ausschau gehalten. Ich habe mich jetzt zurückgehalten. Hast du erschrocken? Der Angst vor mir? Ja, die sind ja schreckhafte Tiere. Ganz spontan sind wir jetzt noch zu einem Steinkreis abgebogen, und zwar den Merry Maidens Steinkreis hier in Cornwall. Und es ist voll cool, weil wir sind ganz alleine hier. Na gut, es ist jetzt abends um 7 schon. Also ist voll schön und wir konnten gerade mit der Drohne fliegen und ja, so einen kleinen Outlander-Moment hatte ich dann irgendwie gefühlt. Leitet sich ab vom kornischen Wort für heilige Steine oder auch tanzende Steine. Und tanzende Steine deshalb, weil es das Volksmärchen gibt, dass diese 19 symmetrisch angeordneten Steine eigentlich Mädchen sind, die versteinert worden sind, weil sie die Regeln der Kirche nicht eingehalten haben und zur Strafe eben dann hier für immer stehen müssen, zusammen mit dem Piper, also dem Flötenspieler, die einzelnen Steine dort hinten. Und ja, ist schon irgendwie ein mystischer Ort, so ein bisschen. Vielleicht liegt es auch am grauen Regenwetter. Wir verabschieden uns jetzt von Cornwall und wie ihr seht, hier hinter mir verabschiedet uns Cornwall genauso launisch und wechselhaft, zumindest vom Wetter, wie es die ganzen 4 Tage hier war. Nichtsdestotrotz hatten wir gestern noch einen wunderschönen Nachmittag in einem Surferort hier in der Nähe, der sich New Quay nennt. Wir sind ein bisschen am Strand geschlendert, die Sonne schien, wir haben uns ans Meer gesetzt und stundenlang aufs Wasser geguckt, um mal wieder keine Tiere zu beobachten. War auf jeden Fall ein schöner Nachmittag. Was wir besonders hier empfehlen können, ist unsere Airbnb, die wir hier hatten. Ich packe den Link mal in die Videobeschreibung unter das Video. Center hinterlässt, na, wo ist sie? Da, noch ein paar nette Worte. Im Gästebuch, ne? Das sind doch nette Worte, oder? Ja, das sind einfach nette Worte. Ja, war super schön. Also wir haben auch mal hier einen Tag wirklich nur in der Unterkunft relaxed. Das tat jetzt auch mal gut nach 2,5 Wochen Roadtrip. Und für uns geht es jetzt gleich wieder auf die Straße. Wir sehen uns im nächsten Video.